Moonraker. Du hast mir was vorenthalten. Heute Morgen haben wir doch schon Moonraker gefilmt. Was ist das denn? Das ist die dritte Farbe von Crafty Air, der Bestseller quasi. Bei den Crafty Air heißt der Rahmen. Crafty Air heißt das Modell. Crafty ist die Modellreihe, 160-150 mm Federweg, so der Bestseller bei denen. 29 Zoll Laufräder, der Allrounder. Und das Crafty Air mit Fox GX DB8 Bremsen ist so der Bestseller. Gibt es halt in drei Farben. Was total krank ist, da ist ein Bosch CX drin. Es sieht aber von der Optik her nicht aus wie ein E-Mountainbike. Es sieht eher aus wie ein normales. Ja, es ist sehr, sehr filigran gehalten. Also das Unterrohr ist wirklich sehr, sehr, sehr schmal. Und das geht auch Mountainbiker nur hin, indem sie den Akku fest verbauen und natürlich einen Rahmenbau haben, wo die besten Steifigkeitswerte zu Gewicht sind. Und dadurch kriegen sie auch dieses Design her. Wo die Linien auch klar sind, du siehst, es ist eine durchgezogene Linie, ne? Hat es den Vorteil, optisch kommt es dann noch schmaler vor. So, und das ist dieser neuartige Bosch Performance CX Best 3. Jetzt mittlerweile im dritten Jahr. Aber die Besonderheit hier ist eine neue Bedieneinheit, die mit einem drahtlosen Switcher ausgestattet ist, den man gar nicht braucht, den Switcher. Das ist nur Komfort. Nee, genau, so Komfort, du kannst auch abmachen, aber du kannst hier auch alles schalten. Zeige ich dir, habe ich schon in anderen Videos gezeigt. Das Licht, wie machen wir das an da unten? Ha! Ha! Hast du gar kein Licht jetzt, aber ich glaube, die Plus hast du lange drücken oder so. Auf jeden Fall. Wenn die Stufen umgeschaltet? Genau. Das hoch? Und wenn du fest drückst, länger drückst, genau. Jetzt runter. So, aber viel einfacher ist ja da oben. Genau, wenn du doppelt drückst, geht glaube ich sogar. Das ist nur für den Notfall. Also hier ist eine Knopfzelle drin, die hält anderthalb Jahre und sollte die mal leer sein, dann kann ich hier immer noch manuell. Genau, leuchtet schon ein paar Wochen rot und dann kannst du es ändern. Mach mal. Es ist dafür da, was bitte, hier mal durchschalten, dass man sieht, dass drahtlos funktioniert. Siehst du, ändern sich die Farben. Ich brauche das ja in der Disco auch abmachen. Wenn ich das will, dann habe ich einfach sehr, sehr cleanes Cockpit. Also ein drahtloses Remote, ganz neu bei Bosch, wer sich ein bisschen auskennt, das ist wirklich brandneu. Aber die haben jetzt immer mehr Gadgets, die sie in Verbindung mit dem ganzen drahtlosen System präsentieren. Fing ja schon an mit dem Entuvia, dem neuen Display. Aber die Form wirklich, ich muss sagen, es sieht so filigran aus, dass man gar nicht auf die Idee kommt, dass das ein E-Bike ist. Klar, der Motor unten, den kannst du nicht verstecken. Gibt eine weitere Variante mit einem Getränkedosen-Format-Motor. Ja, den siehst du dann gar nicht mehr. Den siehst du gar nicht mehr. Ist bei Simplon vielleicht auch in Zukunft. Bei Mountainbike, ich habe in ein oder andere ein bisschen was verraten, was in Zukunft kommt. Das hast du schon gemacht. Ja. Habe ich leider schon gemacht. Ich kriege vielleicht Anschluss von denen, aber ihr wisst, in Zukunft, also in fast... Vielleicht kommt ja ein Geomotor, wer weiß. Doch, den bin ich auch gefahren, also in 8-9 Monaten. Gucken wir mal, was da rauskommt. Also, ihr könnt gespannt sein, aber es ist halt absolut in der ganz obere Preisklasse. Eine Raceface-Kurbel fahre ich im Moment auch, also auf meinem TQ im Moment. Genau. In anderen Videos habe ich schon erzählt, Motor kommt einfach vom Downhill-Bereich und die ist das Alu. Sparen nicht. Die sparen null und die tun überall gute Komponenten, sei es jetzt bei der Felge, Mehrweglaufräder mit Messerspeichen oder Reifen, da können die auch viel sparen, aber nee, da machen die Maxxis, Kurbel, Raceface. Überall werden gute Komponenten. Dann die neue, brandneue DB8. Auch da gibt es eine kleine Story. Ist quasi das gleiche Gehäuse wie Code RSC. Hat die gleiche Bremskraft. Die Backen sind auch sehr groß, leiten auch die Wärme sehr gut ab. Und das ist auf Mineralöl basiert. Heißt, wir haben hier nicht mehr die Dotflüssigkeit. Ihr braucht das nicht jedes Jahr oder alle zwei Jahre zu wechseln. Die Speichen, da gibt es auch was Tolles zu berichten, die haben eine besondere Form. Die sind Messerspeichen, ihr seht, sie sind flach, die haben erstmal optischen Effekt und zweitens sind die natürlich stabiler. Und da werden auch zwei Stück jedes Mal dazugelegt, wenn ihr Urlaub macht, Messerspeichen findet man nicht so, sollte eine Speiche rausreißen, weil ein Stock oder so in euer Felge reingeht, könnt ihr die ohne Probleme wechseln, weil Mountainbike ja da auch quasi mitdenkt und pro Rad zwei Messerspeichen mitliefert. So, und jetzt die Schaltung, GX SRAM. 12-fach. GX ist ja vergleichbar mit XD, also mit Diore, hochwertig, sehr sanft, ist ja E-Bike ready, einen Gang kann man immer schalten, 12 Gänge, zack, zack, zack und es ist alles untereinander kompatibel. Das heißt, ihr könnt andere Schaltwerke, andere Kassetten, alles reinmachen, die ihr haben wollt. Kann man auch Sachen verwenden von Shimano eigentlich? Nein, funktioniert nicht. Ketten auch nicht? Ja, aber die Legierungen, die passen nicht so miteinander, die verschmelzen nicht miteinander. Das heißt, du hast andere Verschleißwerte. Es kann sein, dass die Kassette dann viel, viel schneller verschleißt. Hier vorne auch SRAM. SRAM, genau. Kettenblatt vorne, SRAM. Kettenführung brauchen wir nicht. Nö, kann man aber nachrüsten, wenn man will. So, der Dämpfer, Float, Fox.
da brauchen wir auch nicht viel drüber zu sagen. Federweg? 150. 50? Der Rahmen ist bis 156 Kilogramm belastbar. Das ist auch halt wichtig, weil jemand, der jetzt 1,80 ist, sag ich mal, wiegt ja schon 90 bis 100 Kilo, dann nimmt er noch einen Rucksack mit und dann das Fahrrad auch 25, da ist man schnell über die 130 maximale Gesamtzulassungsgewicht, was die meisten E-Bikes haben. Und hier hast du 156, da ist auch natürlich ein Vorteil. Fox 38, Rahmengrößen, was hast du alles? SML XL, in drei Farben. In grün haben wir es heute gedreht, das ist Anthrazit-Schwarz und in blau. Also für jeden Geschmack was dabei. Der Bestseller, super Komponent, ähnlich wie die E-Klasse. Hast du ein paar bekommen? Wir haben einige davon, ja. Gut, das ist 40 Stück jeweils haben wir. So, und der Preis, den haben wir noch gar nicht gezeigt, kostet 6.799 deutsche Euro. Das Ganze kann aber auch, das ist die Besonderheit, über das Thema Bike-Leasing als Brutto-Lohn-Entgelt-Umwandlungsgesetz Einsparungsvorteil könnt durch Gehaltssumme noch bis zu 40% sparen, genau. Wenn eure Firma das nicht anbietet, einfach auch schlau machen. Die kann da einsteigen, kostenfrei. Also genau, die kann einsteigen, machen einen Rahmenvertrag. Der Rahmenvertrag ist kostenlos, kostet den nichts und ihr könnt dann euer Traumrad leasen. Ihr könnt auch zwei leasen, manche Firmen geben sogar vier. Über die Firma, das heißt also auch jemand, der eine schlechte Bonität hat, wenn die Firma sagt, ist okay, da spielt der Arbeitnehmer keine Rolle. Genau, das wird ja vom Bruttolohn abgezogen. Genau. Ihr müsst natürlich aus der Probezeit raus sein, das muss man beachten. Oh, ich überlege gerade, bin ich? Ja, ich bin raus. Dann kannst du gleich leasen. Was hättest du gerne? Ich hätte gerne. Es gibt hier eine Besonderheit. Wir haben hier den neuen FitGrip. Was ist das? Gute Frage, nächste Frage. Habe ich nur gelesen. Nee, ich dachte mir, ich lasse mir das mal. Die Grip-Kartusche. Es gab ja die Grip 1, Grip 2. Kann ich dir erklären, aber am besten müsste ich eine Gabel auseinandernehmen. Okay, mach mal, ich habe eine Flex. Nee, aber wenn euch das wirklich interessiert, nächstes Mal könnt ihr kommen. Der Olli, der macht das dann immer bei uns, beziehungsweise der Dominik macht das auch. Da macht er den Dämpfer komplett auf und dann könnt ihr sehen, wie so ein Dämpfer von innen verbaut ist. So, und der kriegt den auch wieder zusammen? Der kriegt den leider wieder zusammen. So. Sonst kann ich, der kriegt den leider so gut zusammen, dass immer wenn Kunden kommen, das dann Gabelservice wollen, kann ich dem nicht Nein sagen, ja, weil er es hinkriegt. Es gibt eine schöne Besonderheit. Nimm es mal runter, dann machen wir es mal an. Dass wir einmal kurz schauen. Hier ist nämlich ein Kiox 300 verbaut und man kann mittlerweile, ohne den Händler zu belästigen, über Software den Motor ein bisschen schwächer machen. Man kann, ich glaube, es gibt so einen Modus, den kann ich selbst programmieren per App. Auf 75 Nudeln, da meinst du jetzt. Ja. Kann man machen. Verbrauchst du weniger Akku. Du kannst halt die Updates auch selbst rausspielen. Es gibt ja jede Woche von Bosch ein Update, zack, zack, mit dem Handy. Jede Woche? Ja, gefühlt jede Woche. So, und hier sieht man das sehr schön. Also hier ist der Turbo-Modus an. CX ist schon, oder? Burner? Weiß verbreitet. Funktioniert. Ja. Ja, es gibt natürlich andere Motoren, die den einen oder anderen Vorteil haben, aber CX ist halt gut weit vorbereitet. So, komm, ich zeig dich mal komplett. 7. Mai 2023. Mein Geburtstag, muss ich ja fairerweise sagen. Und ich habe nichts Besseres zu tun gehabt, als bei Switchback vorbeizuschauen. In Gießen, nach Gießen zu fahren. Mich sonntags zu wecken um 10. Um 9 Uhr. Und meine Frau hat sich gefreut heute Morgen. Ich gab noch einen kurzen Geburtstagskuchen. Dann habe ich gesagt, du, ich habe zwar Geburtstag, aber ich muss zu Switchbike. Ja. Genau, ich muss mir neue Fahrräder kaufen zum 55. Geburtstag. Nee. Nein, Spaß, den haben wir halt geplant gehabt. Danke, dass du da warst. Und ja, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Vergiss nicht, Sven zu gratulieren. Nee, ist ja dann schon vorbei. Dann ist ja, aber ihr könnt wenn das Video hochkommt, stimmt, dann ist es schon vorbei. Stimmt, dann ist vorbei. Aber genau. Bis 31. Mai läuft unsere Aktion. 0% Finanzierung und 10% auf alle Husqvarna-Modelle. Wir haben auch richtig coole Angebote jede Woche bei uns auf der Website. Du hast im Moment über 1500 E-Bikes vorrätig. Genau. Das Ganze ist familiengeführt. Die meisten sind bezahlt, habe ich gehört. 80% sind bezahlt. Sodass, also ich erwähne das nicht ohne Grund, weil im Moment gibt es ja die und die Händler, aber ihr seid wirklich sehr stark lieferfähig, habt viele Fahrräder da, habt jetzt tausende von E-Bikes verkauft in den letzten Jahren und das wir Ganze. Wir haben langfristig geplant, das muss man sagen. Es gibt viele Händler, die haben immer kurzfristig geplant und die merken jetzt, okay, die sind auch jetzt bei der Pandemie eingestiegen, dachten so, okay, Fahrradgeschäft ist leicht. Seit 100 Jahren im Geschäft. Ja. Genau, und das zeigt sich auch, wenn man langfristig einfach plant, kommt, wenn so eine Pandemie kommt, die Lieferkette unterbrochen wird und. Man ist lieferfähig, man ist zahlungsfähig, man kann auch den Kunden gut bedienen. Hast du viele von denen da, von den Grauen? Von den Grauen habe ich viel da, von den Grünen habe ich viel da, aber auch von den Blauen. Da
Keine blauen. Also genug lieferbar. Hier ist es nochmal, das ist das Modell Crafty, Moonraker Crafty R. Und 6.799 Euro. Switchbike Bornemann in Gießen, 100 Jahre, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke. Ciao. Ciao.